Maastricht West, good morning. Lufthansa 030, good morning, go ahead. Fluglotsen, Air Traffic Controller stehen in ständigem Kontakt mit den Flugzeugen am Himmel und lenken sie mit Radar und Sprechfunk über ein Netz von Luftstraßen, vom Start bis zur Landung. Anonym und den Passagieren unbekannt sind sie neben den Piloten mitverantwortlich für die Sicherheit von Menschen und Maschinen. Bisher wurde die Flugsicherung in den einzelnen Ländern ausschließlich von nationalen Kontrollstellen durchgeführt. Künftig wird der obere Luftraum Westeuropas, das heißt die Langstrecken- und Interkontinentalflüge, von einer neuen europäischen Organisation überwacht. Eurocontrol. This is Düsseldorf at level 290, and by for level change, Squawk, Alpha 0140. Costa 1729, level 280. Brüssel ist der Sitz dieser ersten europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, in der 7 Staaten zusammengeschlossen sind. Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Irland, Bundesrepublik Deutschland und Belgien. Eurocontrol est une expression du développement général de l'idée de coopération. Die Gründung Eurocontrols entspricht der allgemeinen Entwicklung europäischer Zusammenarbeit. Sie war aber vor allem eine technische Notwendigkeit. Heutzutage werden für fast alle Flugverbindungen Düsenflugzeuge eingesetzt, die aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeiten zum Durchfliegen eines Staates oft nur wenige Minuten benötigen. Dies führt zu einem raschen Wechsel der Kontrollgebiete und bringt Schwierigkeiten sowohl für die Flugverkehrslotsen als auch für das Bordpersonal. Es ist daher notwendig, die Zahl der für den oberen Luftraum zuständigen Kontrollstellen so weit wie möglich zu verringern. Zurzeit errichtet Eurocontrol 3 automatisierte Kontrollzentralen. Die erste befindet sich bei Maastricht in den Niederlanden und hat am 1. März dieses Jahres die Kontrolle im oberen Luftraum über Belgien und Luxemburg übernommen. Die zweite Zentrale entsteht in Shannon in Irland. Für Süddeutschland schließlich ist eine Zentrale in Karlsruhe vorgesehen. Unsere Organisation hat außerdem ein Institut in Luxemburg errichtet, das seit Anfang 1970 der Schulung und Fortbildung von Flugsicherungspersonal dient. Cet institut fonctionne depuis le début de 1970. In Luxemburg liegt die erste internationale Ausbildungsstätte für Fluglotsen, in der Schüler aus den 7 Eurocontrol-Mitgliedsstaaten für den Flugsicherungsdienst im oberen Luftraum ausgebildet werden. Anwärter für die Laufbahn des Controllers rekrutieren sich bei Eurocontrol vorwiegend aus Abiturienten. Mindestalter bei Einstellung ist 18 Jahre, Höchstalter 25 Jahre. Die Einstellung selbst hängt vom Ergebnis einer Auswahlprüfung ab. Diese Auswahlprüfung besteht aus Interviews, einer ärztlichen Untersuchung, einem englischen Sprach- und Verständigungstest und, wichtigstes Element, einem psychotechnischen Eignungstest. Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von circa 2 Jahren. Während dieser Zeit wird eine angemessene Studienbeihilfe gezahlt sowie eine ausreichende soziale Sicherheit gewährleistet. Die Ausbildung an der Schule beginnt mit einem 5-monatigen theoretischen Grundlehrgang. Themen sind unter anderem Flugzeug- und Wetterkunde, Navigation, Nachrichtentechnik sowie Flugsicherungssprache. Danach geht es für 6 Wochen zur praktischen Einweisung in eine Flugsicherungskontrollstelle. Es folgt ein 4-monatiger weiterführender Lehrgang hier am Institut, der speziell die Führung von Luftfahrzeugen mit und ohne Radar behandelt. Anschließend noch einmal 12 Monate praktische Ausbildung an verschiedenen Lotsenarbeitsplätzen einer Flugsicherungskontrollzentrale, die mit dem Erwerb der Zulassung als Controller zur verantwortlichen Führung von Luftfahrzeugen abschließt.
to the static line. Der Unterricht findet in Englisch statt, ergänzt durch Lehrmaterial in der jeweiligen Muttersprache. In dieser Stunde wird der Flugzeughöhenmesser behandelt. Could you tell me now, gentlemen, the standard unit to indicate height or altitude? Could you please answer, Mr. Zahler? The standard unit used by ICAO is in feet. 100 is joining the... Zur Grundausbildung gehören die Kontrollverfahren eines Towers. Starts und Landungen und alle Rollvorgänge können wirklichkeitsgetreu nachgebildet werden. Hier eine Takeoff Clearance, Startfreigabe. 100 is clear to take off. The surface wind 05010. You're clear for right hand turnout. Call clear. Die einen Schüler sind dabei Lotsen, die anderen Piloten. Überspringen. Auf Systemen werden nach den Anweisungen der Lotsen kleine Flugzeuge auf den Pisten entlang bewegt. Roger, Air Force 2 for 06, left hand, the surface wind 050, 10 knots, QNH 1011. In dem einen Raum die Piloten, im anderen die Lotsen. Hier an Arbeitsplätzen von Planungslotsen. Mit Hilfe von Strips, Kontrollstreifen, die die wichtigsten Flugdaten einer Maschine sowie den geplanten Flugablauf mit allen Pflichtmeldepunkten enthalten, koordinieren, planen und staffeln Sie den Ihnen zugewiesenen Flugverkehr. Okay, Lufthansa 460, 480 knots, flight level 310. Level 107, report leaving level 240 and reaching 260. Wie im echten Flugverkehr werden die Lotsen über Funk von den Piloten angesprochen, die laufend Positionsmeldungen und Überflugzeiten durchgeben. Ausbilder überwachen die Gespräche und können sich jederzeit korrigierend einschalten. Modernste Ausbildungssimulatoren mit Radarlotsen und Pilotenplätzen ermöglichen eine praxisnahe Ausbildung mit allen Anforderungen des künftigen Berufes. Vom Piloten können Flugbewegungen wie Steigflug, Sinkflug, Vorausflug und Kurvenflug simuliert werden. Nebenan auf dem Radarschirm des Lotsen wird der Flugverlauf sichtbar. So lernt der Schüler am Radarbild zunächst die Führung eines Flugzeuges, dann mehrerer Flugzeuge und schließlich die Lösung von Konfliktsituationen. Junge Damen auf Lotsenplätzen werden in Zukunft keine Seltenheit mehr sein. Sie haben die gleichen Berufschancen. Nächste Ausbildungsstufe? Die Führung von Luftfahrzeugen an computergesteuerten Radarschirmen. Im schuleigenen Rechenzentrum gespeicherte Lehrprogramme werden in die Trainingsräume übertragen. Auf den Radarschirmen erscheinen sie als sich fortbewegende Flugzeugechos, Ziele genannt. Dieses synthetische Radarbild gibt nicht nur die Echos wieder, sondern projiziert gleichzeitig auch Flugnummer und Flughöhe. LXLGA ist eine Lux Air auf Flugfläche 120, das sind 12.000 Fuß oder 4.000 Meter. Daneben Lufthansa 497 im Steigflug. Lufthansa 497, Maastricht, Roger. Eine Flugstunde von Luxemburg entfernt, in den Niederlanden, liegt die erste Eurocontrol-Zentrale, in der die Praxiseinweisung für Lotsenschüler erfolgt. Wir befinden uns jetzt im Anflug auf den Flughafen Beek, wo die Agentur Eurocontrol die Flugsicherungszentrale Maastricht errichtet hat. Diese Zentrale spielt im Rahmen der Ausbildung von Luftverkehrslotsen und Assistenten insofern eine besondere Rolle, da sie zunächst die erste und auch für mehrere Jahre noch die einzige Flugsicherungsbetriebsstelle der Organisation ist. Gegenwärtig sind 40% unseres Betriebspersonals hier in den verschiedenen Stadien ihrer praktischen Ausbildung im Rahmen der von uns zurzeit ausgeübten Flugsicherungsdienste im oberen Luftraum von Belgien und Luxemburg. Die weiteren Ausbaustufen sehen für das Frühjahr 1974 die Übernahme des Dienstes im oberen Luftraum von Norddeutschland vor
während am Ende 1975 die Übernahme der Dienste im oberen Luftraum über den Niederlanden erfolgen wird. Bis dahin werden mindestens 200 Flugsicherungslotsen und 100 Assistenten von hoher Qualität notwendig sein, damit wir diese Dienste übernehmen können. In Maastricht Control arbeiten seit März dieses Jahres Fluglotsen aus 7 Nationen. Sie lenken den Flugverkehr über ein Netz von Luftstraßen. Langstrecken- und Interkontinentalflüge in alle Himmelsrichtungen. Air France 725, can you accept them at flight level 240? In Spitzenverkehrszeiten müssen Radarlotsen eine Vielzahl von Flugzeugen gleichzeitig kontrollieren. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ein Lotsenschüler erst nach langer Praxis und vielen Prüfungen übernehmen kann. Patrice Beyer, Franzose, legt heute nach zweijähriger Ausbildung die Prüfung zum Planungslotsen ab. Wie wollen Sie dieses Problem lösen? Zwei Maschinen in gleicher Höhe mit nur 8 Minuten Abstand. Indem ich die Air France in eine andere Höhe schicke, zum Beispiel auf Flugfläche 280. Air France at 280. That's right. Yes. Prüfer sind ein Deutscher und ein Engländer. In einem abschließenden Gespräch werden die Entscheidungen des Prüflings bewertet. Do you believe, Mr. Beyer, that your initiative to solve the conflict? Glauben Sie, dass Ihre Lösung, die beiden Maschinen zu staffeln, die beste war? Oder können Sie sich eine rationellere vorstellen, die die gleiche Sicherheit bietet? Or can you think of a more efficient way providing equal safety? Meiner Ansicht nach war die Höhenänderung für die Air France der sicherste und rationellste Weg. Safest and the most efficient way to solve the conflict. We think in this case you could have used your radar controller. Nun, Sie hätten den Radarlotsen einschalten sollen. 8 Minuten sind immerhin 50 Seemeilen Abstand und mit Radarführung, für die 5 Seemeilen ausreichen, wäre keine Höhenstaffelung notwendig gewesen. Okay. Yeah, that's fine. From today on then, Mr. Beyer. Mr. Beyer, vom heutigen Tage an, wenn die notwendigen Eintragungen in Ihre Lizenz gemacht worden sind, können Sie als Planungslotse im Westsektor ohne Beaufsichtigung arbeiten. And congratulations. Thank you very much. Thank you as well. Now, Mr. Beyer. Der Leiter des Betriebsdienstes von Maastricht Control, Mr. Watkins, überreicht Patrice Beyer das erstrebte Eurocontrol-Zertifikat, das ihn zur verantwortlichen Führung von Luftfahrzeugen ohne Radar ermächtigt. And I hope that this will be the start of a very long and successful career with us here in Eurocontrol. Okay? Okay, thank you very much, sir. Pleasure. Flughafen Frankfurt-Main. Jeden Morgen startet hier die LH-030 nach London. Anhand dieses Fluges im oberen Luftraum, der auch durch den Kontrollbereich von Maastricht führt, soll die Zusammenarbeit zwischen den Eurocontrollern und der Cockpitbesatzung gezeigt werden. Gleich nach dem Start trifft der Flugplan der LH-030 per Fernschreiber in Maastricht ein. Von Lotsengehilfen werden die Flugdaten auf Kontrollstreifen übertragen. Für jeden Pflichtmeldepunkt, den die Maschine überfliegt, wird ein Strip ausgeschrieben. Heute noch manuell, in Kürze per Computer. An diesen Plätzen beginnt auch für die Schüler aus Luxemburg die erste praktische Arbeitsplatzeinweisung, die 6 Wochen dauert. Die ausgeschriebenen Strips, die Flugnummer, Typ, Flughöhe, Geschwindigkeit, Abflug- und Zielflughafen sowie die geschätzten Überflugzeiten über den Meldepunkten enthalten, werden auf die Stripsbuchten der Planungslotsen verteilt. Hier arbeiten sich auch die fortgeschrittenen Lotsenschüler ein. Planungslotsen planen den Kontrollablauf anhand des Strips voraus und reihen die Luftfahrzeuge nach ihren Überflugzeiten ein.
Auch telefonische An- und Abmeldungen von Kontrollstellen benachbarter Länder kommen hier an. Maastricht, East Sector. Okay, I have an estimate Delta now, Lufthansa 030. Yes, I have the details, go ahead. A Boeing 727. Anruf der Bezirkskontrolle Frankfurt. LH 030, eine Boeing 727 von Frankfurt nach London, Flugfläche 240, wird um 9:01 Delta erreichen. Flight level 240, stand by. Okay, Juliet Romeo. Delta ist der erste Meldepunkt im Ostsektor von Maastricht Control. Nachdem der Planungslotse die Übergabe bestätigt hat, wird ein Strip der LH 030 an eine Lotsengehilfin weitergegeben. Sie tippt nun das Rufzeichen sowie einen dem Flugzeug zuzuweisenden Radarcode in den Computer ein, der diese Kombination bis zum späteren Abruf speichert. Inzwischen hat LH 030 den Kontrollbezirk Maastricht erreicht und erscheint auf dem Schirm des Radarlotsen für den Ostsektor zunächst als Kreis mit Flugfläche. Im Cockpit führt der Co-Pilot den Funksprechverkehr und meldet sich jetzt vorschriftsmäßig an. Maastricht Control, Lufthansa 030, good morning. Lufthansa 030, cleared London. 030, freigegeben nach London über die oberen Luftstraßen Gelb 24 und Blau 29, schalten Sie Code 2565 an. Dieser angewiesene vierstellige Radarcode wird gleichzeitig vom Computer in das Rufzeichen LH 030 umgewandelt und auf den Radarschirm projiziert. So kann der Lotse schnell und genau alle Flugzeuge identifizieren, die er zu kontrollieren hat. Ein neues System, das nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Arbeit der Lotsen erleichtert. Radarcontroller sind ständig über Sprechfunk mit den Verkehrsmaschinen verbunden und leiten sie über die Luftstraßen von Meldepunkt zu Meldepunkt. Sie sind dabei verantwortlich für eine ausreichende Höhenstaffelung und die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen. Um Radarlotse zu werden, sind nach der zweijährigen Ausbildung in Luxemburg mindestens 2 Jahre Praktikum erforderlich. LH 030 hat Rover passiert. Steigen Sie auf Flugfläche 280. Wir steigen von 240 auf 280. Rover überflogen um 59. Geschätzte Überflugzeit Niki um 14. Auf seinem Radarschirm kann der Lotse den Steigflug der LH 030 genau verfolgen. Die Maschine hat Flugfläche 280, 28.000 Fuß erreicht und fliegt auf der Luftstraße Upper Ember 24 nördlich in Richtung Kanal. Die Cockpit-Crew erwartet neue Anweisungen. LH 030 schalten Sie um zu Maastricht Westsektor auf Frequenz 132,2. Eben habe ich die Lufthansa 030 an den Westsektor abgegeben. Genau 11 Minuten hat sie für den Durchflug meines Sektors gebraucht und dabei halb Belgien durchquert. Gleichzeitig habe ich noch 11 andere Maschinen unter meiner Kontrolle. Da bleibt für den einzelnen Flug nicht viel Zeit zum Überlegen. Hier kreuzen sehr wichtige Verkehrsstrecken. Aus dem Westen kommt zum Beispiel der USA- und England-Verkehr Richtung Deutschland, Osteuropa, Nah- und Fernosten. Aus Skandinavien und Holland haben wir sehr viel Verkehr nach Frankreich, Spanien und Afrika. Meine Aufgabe ist es nun, mittels Radar die Flugzeuge sicher zu staffeln und den Luftverkehr flüssig zu lenken. Lufthansa 030, good morning, go ahead. LH 030 hat Niki um 14 überflogen. Flugfläche 280, geschätzte Überflugzeit Costa um 18.
Verstanden, Höhe beibehalten, melden Sie sich über Costa. Nach einem Überflug von 18 Minuten passiert die Maschine Costa den letzten Meldepunkt der Zentrale Maastricht. Hier erfolgt die Übergabe an die englische Flugsicherung London Control. LH030 hat Costa um 18 überflogen. Flugfläche 280, voraussichtliche Überflugzeit Long Sain um 26. Verstanden, Flugfläche 280 einhalten und London rufen auf Frequenz 129,60. Good day, sir. 1296, good day. Die Kanalküste ist erreicht, noch etwa 35 Minuten Flug bis zur Landung in London. Auf dem Radarschirm des Fluglotsen in Maastricht löscht der Computer die Flugzeugkennung LH030 aus. Eurocontroller kommen aus 7 verschiedenen Ländern. Sie wohnen allein oder mit ihren Familien in der Umgebung der Zentrale Maastricht. Peter Fasen, eben noch an seinem Radarschirm des Westsektors, ist Niederländer. Er hat es nicht weit zu seinem Haus in Beek, wo sich viele seiner Kollegen angesiedelt haben. Hier erwarten ihn seine Frau und seine beiden Töchter René und Nicole. René, Nicole. Peter Fasen ist 32 Jahre alt und seit 1969 bei Eurocontrol. Vorher arbeitete er 10 Jahre als Fluglotse bei der niederländischen Luftwaffe. Was sagt ein Eurocontroller über seinen Beruf? Fluglotse, Flugverkehrsleiter oder Air Traffic Controller, wie Sie es auch nennen mögen, ist ein sehr moderner, dynamischer Beruf. Ein Beruf für junge Leute, die bereit sind, Verantwortung zu tragen für Hunderte von Menschenleben und Millionen Sachwerte. Selbst in unserem modernen Wirtschaftsleben gibt es wahrscheinlich nur wenige Tätigkeiten, bei denen die Entscheidungen eines Einzelnen so unmittelbar auf die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eines ganzen Verkehrszweiges einwirken. Negative Aspekte sind die ständige Anspannung. Wir arbeiten doch fast dauernd unter Zeitdruck, rund um die Uhr. Stress und Wechselschichten stellen eine ganz erhebliche geistige und körperliche Belastung dar. Dies wirkt sich manchmal nachteilig auf das Familienleben und unter Umständen sogar auf die Gesundheit aus. Das bisher Gesagte gilt wohl allgemein für den Beruf des Air Traffic Controllers. Was für mich die Tätigkeit eines Eurocontrollers besonders attraktiv macht, sind die internationale Atmosphäre, das gute Betriebsklima, die fortschrittlichen technischen und sozialen Einrichtungen der Zentrale. Durch Einweisungsflüge soll die enge Zusammenarbeit zwischen Cockpitbesatzungen und Fluglotsen noch verstärkt werden, denn viele Lotsen, die vom Boden aus den Flugverkehr lenken, sind selber noch nie geflogen. Jan Reis, Planungslotse bei Eurocontrol, fliegt heute auf dem Linienflug Frankfurt-Lissabon mit. Ja, Herr Reis, das ist nur Ihr Beobachtungssitz. Hier haben Sie den Kopfhörer. Ja. Hier an diesem Audio-Selector-Panel können Sie die gewünschte Funkfrequenz abhören. Ja. Falls wir in der Kabine einen Druckverlust haben sollen, dann haben wir für Sie hier noch eine Sauerstoffmaske. Ja. Und das zugehörige Bedienpanel haben Sie hier. Ja. Ja, dann kann es losgehen. Take-off Power. Gear up. 3 Stunden dauert der Flug der LH200 nach Lissabon. Hierbei kann der Lotse den Kontrollablauf einmal vom Cockpit aus erleben und im persönlichen Gespräch mit den Piloten Erfahrungen austauschen.
Line Power. Herr Reis, wir haben jetzt noch etwa 15 Minuten Zeit bis zum nächsten Meldepunkt. Vielleicht sollte ich Ihnen mal kurz die wichtigsten Fluginstrumente erklären. Gerne. Vor mir direkt befinden sich die Hauptfluginstrumente. Dieses Zentralinstrument ist der künstliche Horizont. Der künstliche Horizont ist vielleicht das wichtigste Instrument, was wir haben, weil es uns immer die Fluglage des Flugzeugs angibt. Ja. Wir haben hier in der oberen Hälfte blau den Himmel, hier in der unteren Hälfte schwarz die Erde. Der dünne weiße Strich ist der Horizont und dieses Flugzeugsymbol hier in Orange, das sind wir selber. Ja. Die linke Fläche, die rechte Fläche und das Fahrwerk. Das Instrument gibt also eine bildliche Darstellung und wir können ablesen, ob und wie viel Grad das Flugzeug steigt oder sinkt und ob und wie viel Grad das Flugzeug schräg legt. Ich kann das ja mal vormachen. Wir können mal eine ganz leichte Rechtskurve machen. Wenn Sie zum Horizont raussehen, werden Sie sehen, dass die Maschine sich in eine Rechtskurve legt. Das Flugzeugsymbol ebenfalls. Während die LH-200 in 10.000 Meter Höhe die französischen Alpen überfliegt und in der Kabine ein Mittagessen serviert wird, ahnt kaum einer der Passagiere, wie ein Flug aus der Sicht des Cockpits verläuft. Lufthansa 200, Target Warning, Target 11 o'clock, 3 miles fast moving from left to right. Lufthansa 200, we have a lookout, thank you. Ah, da ist er. Da haben wir. Okay. Sagen wir ihm, dass er da ist. Lufthansa 200. We have the target in sight. Coming clear. Nun ist er vorbei. Sie sehen, Herr Reis, wie wichtig das ist, dass Sie uns anhand Ihres Radarschirmes alle Flugzeuge angeben, die in unsere Nähe kommen. Bei unserer großen Geschwindigkeit und bei der Überwachungsfunktion, die wir hier im Cockpit auszuüben haben, können wir natürlich nicht immer rausschauen, um nach Flugzeugen auszuschauen, die irgendwann unkontrolliert fliegen. Und da sind wir dankbar, wenn Sie uns das angeben. Ja, ja, ich habe es jetzt gesehen. Wir machen das auch so viel wie möglich. Aber es gibt natürlich auch militärische Flugzeuge, die wir nicht kennen. Ja, das ist das Problem mit dem Militärverkehr. Ja. Ja, ja. 1969 wurden im bundesdeutschen Luftraum 215 Beinahe-Zusammenstöße gemeldet. 1970 282 und 1971 407. Häufigste Ursache: unkontrolliert fliegende Militärmaschinen, die heute noch auf den Radarschirmen der Fluglotsen als unbekannte Ziele auftauchen. Wie lange noch? Eurocontrol wird mithelfen, dieses Problem zu lösen. Neue computergesteuerte Flugsicherungssysteme sollen den europäischen Luftraum in Zukunft sicherer machen. Die Anforderungen an den Air Traffic Controller werden zukünftig keineswegs geringer sein als heute. Darüber hinaus muss der Controller der Zukunft in wesentlich größerem Umfang als bisher komplizierte technische Vorgänge verstehen und analysieren können. Dies ist die Voraussetzung für den wirkungsvollen Einsatz moderner Systeme zur automatischen Verarbeitung von Flugdaten und zur Darstellung der Luftverkehrslage. Ohne solche Systeme, die den Controller von Routinetätigkeiten entlasten und ihm mehr Zeit für Kontrollentscheidungen geben sollen, wird in dicht beflogenen Gebieten eine wirkungsvolle Luftverkehrslenkung bald nicht mehr möglich sein. Eurocontrol hat deshalb das Maastricht Automatic Data Processing and Display System entwickelt und in dieser Zentrale errichtet. Klare, übersichtliche Arbeitsplätze, synthetische Luftlagedarstellung mit umfangreichen, streng funktionell geordneten Möglichkeiten zur Symboleinblendung. Touchwire-Display. Dieses programmierte Eingabefeld zur Übermittlung von Daten an den Elektronenrechner, nebst Anzeige der Rückmeldung, ist in seiner Schnelligkeit und einfachen Bedienung unübertroffen. Es wird den Controller wesentlich bei seinen Koordinierungsaufgaben entlasten. Eurocontroller werden schon heute an Flugsicherungssystemen von morgen ausgebildet,
um mit dem ständig wachsenden Flugverkehr im westeuropäischen Luftraum Schritt zu halten.